Frage beantwortet, oder? So, weiter so. Hier ein kleines Vorwort zum Thema Energy Drink. Bitte nicht trinken, wenn ihr schwanger seid oder stillt. Oder auch wenn ihr Herzprobleme habt, dann bitte trinkt keinen Energy Drink. Ich teste ihn für euch. Ihr wisst auch so dann, wie er schmeckt, ob er gut ist oder wie auch immer. Und ja, viel Spaß beim folgenden Video. Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu... Heute teste ich einen Energy Drink und zwar Root Wolf. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Root Wolf Classic. Exklusiv Energy. Also, bleibt dran! Classic Energy Drink. Deswegen mein Vorwort ist klar. Und im Fall, es kommen wieder so Klugscheiße her. Hey, das ist aber ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Das ist kein Energy Drink. Ja, gibt's so Leute. Hatte ich schon. Leute, hier steht's drauf: Energy Drink. Ja? Alles klar. Frage beantwortet, oder? So, weiter so. Root Wolf Energy Drink, Wakes Your Instinct mit Zimtgeschmack und Taurin. Also Taurin ist auch drin und Zimt ist drin. Warum das hier vorne nicht angegeben ist, ist mir ein Rätsel, weil dann hätte ich das bestimmt schon eher getrunken. 1,99 hat die Dose gekostet. An der Tankstelle gibt es mit Sicherheit aber auch irgendwo billiger. Ja. Das Teil hat 55 Kilokalorien. Auf 100 Milliliter, naja, ne? Schon ein bisschen was. Und das hat 13 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter. Davon sind 12 Gramm Zucker. Sind da, auf 100 Milliliter sind 12 Gramm Zucker drin. Also es ist ein bisschen viel Zucker. Dextrose-Sirup ist auch drin und ein klein wenig Salz ist drin. Na, aber es ist kein Fett drin. Ja. Gut. Ich würde sagen, also das hier, das allein vom Design her, das Design ist normal bei mir 5 Sterne, weil das sieht so geil aus. Ja, also sorry, aber das sieht wirklich so super geil aus. Ich finde es klasse. Aber der Becher ist auch wieder am Start. Das habe ich schon mit einem guten Freund gelernt vom Saar. Erwähne ich immer wieder gern. Bei dem habe ich das erste Mal gesehen und das hat mich beeindruckt und da habe ich gefragt, ja, kann ich das auch übernehmen? Und er hat gesagt, ja, kannst du mal. Ist da. So, welche ist jedenfalls am Start? Ich würde sagen, erstmal aufmachen. Ui, 1,99 hat es gekostet, gell? So. Boah, das riecht. Das riecht wie... Das riecht wie Weihnachten. Riecht das wie Weihnachten. Wie Weihnachten riecht das. Wunderbar. Schenken wir ein.
Ja. 25 Cent Pfand hat's gekostet. Ist egal, kriegt man ja wieder. Hoppla, das brauche ich noch. So, ich muss sagen, ja, das sieht richtig schön golden aus. Ich halte es trotzdem noch mal ganz kurz vor die Linse, damit ihr es genießen könnt. Echt schön. Ja, es sieht auch ein bisschen aus wie Urin. Kleines Wortspiel, Taurin, Urin. Ja. Also in der Dose hat es wie Weihnachten gerochen und hier riecht es wie, ich weiß nicht. Es riecht eher nach Kaffeelikör, würde ich sagen. Also nach Zimt. In der Dose hat es nach Zimt gerochen. Und so eher, würde ich fast schon sagen, Kaffeelikör. Oder irgendwas Abgestandenes. Irgendwie so riecht es. Ist schön kühl, ist es auf jeden Fall. Also, die beiden hier, ganz klar, designmäßig schon mal 5 Sterne dafür. Top. Prost. Ja, es schmeckt wie eine Mischung aus Traubensaft, Energy, ja, Zimt auch. Wobei der Zimt, der, wenn man es trinkt, schmeckt man den Zimt nicht so intensiv. Also, eher nur so am Rande schmeckt man, dass da irgendwie Zimt drin ist. Aber nach ein paar Sekunden hat mir den totalen Zimtgeschmack auf der Zunge. Das ist interessant, ist sehr gut gemacht, ja. Ja, also ich merke den Zimt auf meiner Zucker, auf meiner Zunge, ja. Weil er sich von dem Getränk hier wunderbar tragen lässt. Beim Trinken kommt einem das gar nicht so zimtmäßig vor. Ja, man könnte sagen, ja gut, vielleicht Kaffeelikör, ja. Aber ein paar Sekunden später merkt man es auf der Zunge. Uah, Zimt, geil. Das ist wirklich super klasse. Das ist für 1,99 € ein bisschen teuer. Ja, gibt es aber mit Sicherheit auch noch billiger. Wenn ihr wisst, wo es es gibt, schreibt mir in die Kommentare rein. Das hole ich mir garantiert nochmal. Aber erstmal, also dafür, dass ich habe es 1,99 € bezahlt, muss ich sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis leider nur 4 Sterne dafür, weil für 1,99 € so ein bisschen Zeug ist, auch wenn es super geil schmeckt, ist einfach nicht genug. Echt lecker. Echt wirklich super, super lecker. Schmeckt das. Also vom Geschmack her kriegt das von mir satte 5 Sterne. Hat's auch verdient. Ich weiß nicht, ob im Video so rüberkommt, aber ich bin ein klein wenig erkältet. Hier bei uns in Hessen, hier ist das Wetter im Moment ein bisschen komisch. Einmal ist es 18 Grad warm und dann ist es wieder nur ein paar Grad kalt und es regnet wie Sau. Sorry, muss gerade mal schnäuzen.
Ach ja, Wahnsinn. Ach so, ja, also geschmacklich 5 Sterne hat es auf jeden Fall verdient, weil es ist wirklich super klasse. Und wenn ich das nochmal finde, dann hole ich mir da ein paar mehr davon. Also ist natürlich eine Frage, ja, ist halt viel Zucker drin, ja, und 55 Kilokalorien, naja. Aber es schmeckt sehr gut, das kann man, also zum Testen war es okay, konnte ich es mir gönnen und privat sicher auch ab und an mal, aber das ist nichts, was ich jeden Tag trinken würde. Ja. Ja. So, ich bin im Übrigen auch auf Dailymotion vertreten. Und ihr könnt mich direkt anschreiben unter meiner Facebook-Adresse oder meine E-Mail-Adresse. Jo, ist jetzt auch neu. Ja, weil ich wurde neulich gefragt, ja, ich würde gerne ein Überraschungspaket schicken und ja, es ist leider im YouTube so, man kann einen nicht mehr direkt anschreiben und ja, was soll ich machen? Ist halt so. Jo, ich würde sagen, die Rülpser und Outtakes sind natürlich wie immer nach der zweiten Kamerafahrt über das Gerät hier zu finden. Na, ich würde sagen, ein kleines Like, wenn nicht verkehrt, abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ihr seht ja, früher oder später ist alles dran. Bis dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels. So. Jetzt wird noch leer gedrungen. Schön auf X. Prost.